gebeten worden, mich 20 Minuten kurz zu fassen. Ich habe meinen Wecker hier stehen, ich werde es versuchen. Ich bin aus Nürnberg angereist, das ist meine Wahlheimatstadt. Geboren bin ich eigentlich in Österreich, aber mit duisburgerischem Migrationshintergrund, denn meine Oma, meine Mami, die kommen alle aus Duisburg. Die wiederum sind aus dem ehemaligen Ostpreußen eingewandert. Ich glaube, das ist eine Biografie, die hier ziemlich normal ist. Insofern wundert es auch nicht, dass ich quasi über alle Nationalitäten und Grenzen hinweg eigentlich noch nie Probleme hatte. Als ich, glaube ich, gestern in einer Lokalzeitung auf der ersten Seite gelesen habe, jedes vierte Kind im hier in der Gegend spricht zu Hause kein Deutsch, habe ich mir gedacht, man könnte ja auch sagen, jedes vierte Kind spricht zwei Sprachen und hat eine unheimliche interkulturelle Sprachkompetenz. Ja. Denn dass Kinder aus Migrantenfamilien eben hervorragend Deutsch sprechen, das weiß ich aus meiner Praxis, denn die meisten sind ja hier geboren und aufgewachsen und gehen hier in die Schulen und so weiter. Insofern schon mal ein Danke an euch, dass ihr hier mitmacht. Wir hatten gestern schon 5 Stunden Intensivunterricht und ich bin sehr zuversichtlich, dass die jungen Menschen hier Schulklassen sehr, sehr gut durch die Ausstellung führen werden. Was Sie hier sehen, ist nur der eine Teil der Ausstellung. Es sind nämlich die Biografien der Mordopfer. Jedes der 10 Mordopfer des NSU hat eine Tafel bekommen. Und wir haben versucht, einfach die Menschlichkeit wieder etwas zurückzuholen, auch wenn das auch eine Ausstellung natürlich die Menschen nicht mehr lebendig macht. Aber sie sind ja jahrelang diskreditiert worden, diffamiert worden. Sie erinnern sich, in den Zeitungen war die Rede von den Dönermorden, in den Zeitungen ist öffentlich darüber spekuliert worden, die Menschen seien ins kriminelle Milieu verstrickt und so weiter. Auf der Rückseite der Ausstellung befindet sich der zweite Teil der Ausstellung, also gehen Sie ruhig auch dann noch hinter die Tafeln. Das ist nämlich der politisch spannendere Teil. Hier geht es also darum, dass Neonazis von den Ermittlungsbehörden und Hinweise auf Neonazis über Jahre hinweg konsequent ignoriert worden sind. Diese Hinweise kamen von fast allen hinterbliebenen Familien. Immer wieder wurde gesagt, es könnten doch auch Neonazis dahinter stecken. Aber die Ermittlungsbehörden haben immer wieder behauptet, dafür gäbe es keine Hinweise, es gäbe ja schließlich keine Bekennerschreiben. Nun ist es aber in der Praxis so, ich sehe, Sie haben ja auch in der Vitrine das wunderbare Buch, das wunderbare, unter Anführungsstrichen, Blut und Ehre von Andrea Röpke und ihrem Kollegen. Und hier haben die aber auch nochmal wirklich jetzt im Sinne dieser NSU-Geschichte analysiert, wenn es in der Vergangenheit um neonazistische Brandanschläge, Morde und Kapitaldelikte, Tötungsdelikte ging, gab es eigentlich so gut wie nie Bekennerschreiben. Das heißt, das hätte man eigentlich wissen können und insofern ist diese Aussage entweder eben eine Ausrede oder man hat wenig Ahnung von der rechtsradikalen Szene. Ich habe über ein Jahr lang den Bayerischen NSU-Untersuchungsausschuss begleitet, im Sinne von, ich habe beobachtet, war als schon